Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Zum Angriff! Und in Frieden, möge euer sterblicher Schlaf niemals gestört werden. Wir haben erfolgreich gegen die Feinde der Stadt gekämpft. Nun können wir uns endlich um Gartok kümmern. Mit Schwert und Ross. Ja. Was? Mit Schwert und Ross. So, der hat Gold. Jederzeit gerne bereit. Okay, wir haben eine einigermaßen vorzeigbare Armee. Wir haben einen Soldaten, den wir wieder auffüllen müssen. Das ist aber auch nicht so wild. Nur Vögel sind schneller. Wir können unsere militärischen Fähigkeiten noch einmal steigern. Jetzt sind wir bei 29%. So, das heißt, als nächstes Mana zweimal steigern und dann magische Fähigkeiten. Ja. Und die kämpfen schon wieder gegen Goblins da oben. Gehen wir, mein Teurer. Weil das erhöht auch meine Mana-Regeneration, was wichtig ist. Weil das erhöht eigentlich nur wirklich mein Mana. Das erhöht meine Truppenwerte. Also die Werte meiner Truppen prozentual. Und das halt meine Bevölkerung. Ja. Mein Bevölkerungslimit, also mein Truppenlimit. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer! Wird echt lustig, dass die Gobbos hier Steine klauen. Nein, ich entlassen. Ende. Was? In Ordnung. In Ordnung. Wir gehen. Eure Befehle? Immer bereit. In Ordnung. Schnell, gehen wir. Wir gehen. Die stehen alle da nur rum. Immer bereit. Ach, jetzt haben die eure Befehle? Jetzt haben die Paladine gehen wir, mein Teurer. Steine eingesackt und bringen sie nach Hause. Hm? Was? Mit Schwert und Ross. Ja, ganz ehrlich, von da kommen Goblins. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Ja, Sir. Gehen wir, mein Teurer. So, dann ziehen wir mal mit unserer Armee wieder zur Stadt. Es ist schön, wie die normalerweise eine richtig schöne Marschformation bilden können, meine Einheiten. Und dann, wenn es manchmal drauf ankommt, bleiben sie irgendwo hängen. Hier waren einfach nur drei Fässer. Aber ja, das Ernüchternde ist, wir haben jetzt alle Einheiten gesehen, die man als Menschen haben kann. Und ich glaube, wir haben auch alle Einheiten gesehen, die Orks haben. Und tote Einheiten haben wir auch alle gesehen. Also ja, ob man es glaubt oder nicht, die Untoten sind wirklich eine... Sag bloß, eure Stadt ist Maximum. Beruft euch auf das Versprechen von Hilfe. Wir haben, haben der Stadt große Hilfe geleistet. In ihrer Umgebung ist jetzt... Truppen. Ja. Erstens hier aufwerten. Und dann wollen wir noch das Zeug verkaufen. Das da. Das da. So. Wir haben in der Stadt
der Stadt große Hilfe geleistet. In ihrer Umgebung ist es jetzt viel sicherer geworden. Es ist an der Zeit, dass die Bürger der Stadt uns helfen. Ich habe euch viel Gutes getan. Jetzt ist es an euch, mir im Kampf gegen Gartok beizustehen. Ein mir bekannter General hat gesagt, die Einnahme der Festung ist die letzte Aufgabe. Ich hoffe, wir müssen die Mauern von Dorgoth nicht stürmen. Während ihr mit Monstern gekämpft habt, waren auch wir nicht untätig. Wir haben einen Plan. Ein Zauberer versuchte, die magischen Ströme umzukehren. Er verschwand, aber sein Kristallring wurde kürzlich gesehen. Der Magier führte alle seine Kunststücke mit seiner Hilfe aus. Zweifelsohne hat das Monster das Grab geöffnet und den Ring gestohlen. Oder der Magier selbst wurde verwandelt. Kurz gesagt, indem ihr diesen Ring in das Verlies unter der Festung bringt, kann der Fluch, der die toten Krieger in unserer Welt festhält, zerschlagen werden. Ohne Schutz wird Gartok leichte Beute sein. Jetzt können wir handeln. Bringt den Ring her. Das Monster wurde im Wald östlich des Dorfes gesehen. Bereit. Ja. Also hinten bei der Feenquelle. Nur Vögel sind schneller. Und den müssen wir dann in die versiegelte Gruft bringen, dann hat Gartok keine Chance. Nur Vögel Chance sind mehr. Schneller. Und ja, ich sag immer eine Feenquelle, auch wenn es eine Naturquelle ist. Das ist halt so der Nachteil, wenn ich am Max Bevölkerung bin oder drüber bin, ich kann keine Geister rufen. Die haben nämlich halt wirklich zwei Vorteile. Erstens dadurch, dass ich sie eben bei so einer Quelle lasse, erhöht sich die Regeneration. Also meine Mana-Regeneration. Und die Zauber des jeweiligen Typs werden stärker. Also Naturquellen machen Naturzauber stärker. Gehen wir, mein Teurer. Aber so ein magischer Geist kostet halt Bevölkerung. Gehen wir, also mein Teurer. Führerschaft. Was das kleine Problemchen daran ist. Zum Angriff! Ja. Natürlich. Ja. Angriff! Anscheinend ist dies hier der bewusste Ring. Er ist so klein. Ich hoffe, seine Kräfte reichen aus, um Gartoks Pläne zu durchkreuzen. Vorwärts! Vorwärts! Ja. Eure Befehle? So, dann bringen wir mit den Reitern den Ring mal zurück zur Stadt. Nur Vögel sind schneller. Ja. Werden sich meine restlichen Truppen mal hierhin bewegen? Natürlich. Jetzt, da wir den Ring haben, werden wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Die erste Aufgabe muss sein, den Ring in die Katakomben zu bringen. Unsere Minenarbeiter kennen das Labyrinth in diesen Bergen. Eskortiert sie zum Eingang der Höhle und... Was ist das? Magie! Wir wurden belauscht! Führt unsere Begleiter schnell zur Höhle mit dem Artefakt. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie ist an der Spitze der Anhöhe. Eilt euch, bevor Gartok all seine Truppen entsendet, um die Höhlen zu bewachen. Marschiert sofort los! Jo. Vorwärts! Ach, da oben ist die Höhle. Okay. Ich dachte, es wäre die versiegelte Höhle hier drüben. Bringt den Ring und die Bergarbeiter zur Höhle, ja.
Ja. Vorwärts. Die können den ruhig ausrüsten, das hilft denen ein bisschen. Ja, ich dachte wirklich, er meinte die Höhle hier drüben. Naja. Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer. Ja. Okay, sicherheitshalber safe machen. Jederzeit gerne bereit. Die Goblins da sind ein bisschen unpraktisch. Ach, die klauen nicht mal Steine. Die sind einfach nur auf dem Weg hier durch, die Goblins. Mit Vorräten. Die sind sozusagen Mittel zum Zweck, um hier an Gold und Erfahrungspunkte zu kommen. Und ja, ich wollte mein Mana erhöhen. Ein bisschen. Und? Vorwärts! Und ja, da ist die Festung. Oh Mann. Das wird etwas... Vorwärts! Unschön. Gehen wir, mein Teurer. Ja? Gehen wir, mein Teurer. Genau, ihr macht den Schreckensmagier kaputt. Dann kann der schon mal nichts tun. Töten! Ich. Und nur ich. Ja? Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Okay, da kommt wieder eine kleine Kampfgruppe. Ja. Ja. Aber solange keine Magier dabei sind, ist alles in Ordnung. Mal mit den schwarzen Rittern kommen wir klar. So. Ich habe nicht genug Mana. Jawohl, Herr. Nun wartet, während unsere Minenarbeiter den Ring an den rechten Ort bringen. Gehen wir, mein Teurer. Die Tat ist vollbracht. Ich spüre, dass der Zauber schwächer wird. Hüte dich, nekrophiler Gartok. Du ergehst unserer Rache nicht. Angriff. Hallo, darf ich kämpfen? Jederzeit gerne Angriff. Bereit. Eure Befehle? Nur Vögel sind schneller. Ja, wir greifen an. Auftrag erfüllt, verdichtet Gartok. Das ging aber schnell. Okay, damit haben wir die Mission auch erledigt. Fortsetzen. Die Feste Dorgoth war gefallen. Gartok und seine Armee der Untoten wurden besiegt. Da öffneten sich seine leeren Augen und seine Lippen wisperten die Worte eines Eids. Der Tod ist nur der Anfang. Der dunkle Lord wird mich wieder erwecken, aber vorher wird er euren Kaiser und die Elfenkönigin zerschmettern.
Sein Körper wand sich in schrecklichen Zuckungen und ward schließlich still. Es wurde schreckliche Rache genommen. Aber der junge Magier fand keinen Frieden. Das Leben des Kaisers war tatsächlich bedroht. Das Treffen der Fürsten des Tals der Wasserfälle war die einzige Möglichkeit, den Frieden zwischen Menschen und Elfen zu sichern. Ein Angriff dort könnte die Friedensverhandlungen stoppen und die Arbeit der Magier beider Rassen zunichte machen. Das Treffen wird in Kürze beginnen. Ihr müsst euch beeilen.